In der Dampfturbine wird die Energie des Dampfes aus den Abhitzekesseln über die Beschaufelung und den Generator wiederum in elektrische Energie umgewandelt. Die Turbinen haben eine Leistung von 26 und 40 Megawatt. Der im Kessel erzeugte Dampf durchströmt viele Leit- und Laufschaufeln und treibt so den Turbinenläufer an, der mit dem Generator direkt gekoppelt ist. Die Hochdruckventile regeln die Dampfzufuhr zur Turbine, während die Mittel- und Niederdruckventile den Dampf je nach Ventilstellung auf die verschiedenen Druckbereiche der Turbine verteilen. Der weitgehend entspannte Dampf wird der Turbine in drei Druck- bzw. Temperaturstufen entnommen.